Yo Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ETH oder WETH, also Wrapped ETH von Crypto Accounts in eure MetaMask transferieren könnt. Also deshalb unbedingt dranbleiben. Hier zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert, WETH in die MetaMask zu transferieren. Ich mache das auch in Vorbereitung für das Spiel Space Game. Space Game läuft auf Polygon. Man braucht Wrapped ETH in der MetaMask. Also zum einen hier das Polygon Mainnet. Man braucht Matic als Gas Fee, also Polygon Matic Coins und außerdem WETH, Wrapped ETH auf der Polygon Chain. Und ich zeige euch, wie ihr das in die MetaMask bekommt. Wie gesagt, unbedingt dranbleiben und Leute, an dieser Stelle, ihr könnt auch einmal liken und einfach kommentieren, gebt einfach einen Daumen nach oben, schreibt irgendwas in den Comment. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr meinen Channel so ein bisschen unterstützt und ich versuche euch immer wieder interessanten Content zu liefern und auch Tutorials, sodass ihr selber einsteigen könnt, aber alles, wie gesagt, auf eure eigene Gefahr, eure eigenes Risiko. Es ist alles High Risk im Crypto Gaming Space. Und ja, wir legen aber direkt los. Also es gibt zum Space Game einen eigenen Clip in meinem Channel. Wer sich für das Space Game interessiert, sollte unbedingt den anderen Clip checken. Der Whitelist Mint findet heute Abend statt und morgen ist der Public Mint. Und ein Minting kostet in der Whitelist 0,055 ETH und im Public Sale 0,075 ETH. In der Whitelist können maximal 3 gemintet werden, im Public Sale maximal 6 pro Wallet. Es ist so, dass es funktioniert von verschiedenen Accounts, wie man hier die ganze WETH-Geschichte reinbekommt. Zuallererst, wenn ihr den Coin hier noch nicht drin habt, dann braucht ihr die Contract-Adresse von WETH, also das ist Wrapped ETH, hat genau den gleichen Kurs wie ETH, also wie Ethereum. Wrapped bedeutet einfach nur, dass es auf eine andere Chain gewrappt ist. Und hier in dem Fall, ihr seht es, diese gewrappte Version gibt es eigentlich für die Phantom Chain, für die DAI Chain, für die Polygon Chain, Arbitrum und auch für die Avalanche Chain. Also ihr würdet für jede Chain gewrapptes Ethereum bekommen. Wir brauchen jetzt das für Polygon. Also kopiere ich mir hier die Polygon-Adresse heraus und so könnt ihr auch dieses Wrapped ETH hier einfügen. Über Import Tokens in der MetaMask würde das jetzt funktionieren. Einfach hier eingeben. Ich habe den Token ja schon hinzugefügt, deshalb funktioniert es bei mir hier jetzt nicht. Aber wenn ihr das so macht, einfach hier einfügen. Die beiden Felder werden automatisch ausgefüllt und dann auf Add Custom Token und dann habt ihr Wrapped ETH in eurer MetaMask. Wie gesagt, wenn ihr im Polygon Mainnet Matic Netzwerk was macht, ihr braucht immer auch Matic, weil Matic sind die Gas Fees, also die Transaktionsgebühren werden in Matic hier bezahlt. Genauso wie das auf der Binance Smart Chain in BNB bezahlt wird, so wird es hier im Polygon Mainnet in Matic einfach bezahlt, diese Gas Fees. Deshalb denkt daran, dass ihr immer ein bisschen Matic hier übrig habt. Polygon Matic liegt bei 1,67 momentan, WETH bei 2697 und ich habe mir jetzt vorher schon ausgerechnet, ich hole mir ungefähr 139, 140 Polygon, dann habe ich das, was ich noch brauche und tausche die dann in WETH. Das mache ich dann über QuickSwap. QuickSwap ist dieser Exchange hier, QuickSwap, und so werde ich die dann traden. Jetzt könnt ihr verschiedene Accounts benutzen, um eure Matics in die MetaMask zu bekommen. Das geht zum Beispiel über Binance oder Crypto.com. Aber ich habe jetzt folgendes Problem. Bei Crypto.com muss man teilweise 24 Stunden warten, bis man die Auszahlung machen kann. Man muss sich nämlich erst eine Wallet anlegen. Also eine Auszahlungswallet, die muss dann bestätigt werden. Bei Binance sind teilweise die Netzwerke, teilweise kann man nur über Binance eben auszahlen und Polygon ist für 24 Stunden auch teilweise einfach ausgesetzt. Deswegen versuche ich es nicht über Binance, auch nicht über Crypto.com, weil ich möchte, dass es sofort funktioniert. Ich brauche das jetzt am besten, ja, halt einfach in ein paar Stunden soll es ready sein. Ich möchte nicht bis morgen warten. Deshalb zeige ich euch, wie ich das jetzt mache, wenn ich das schnell brauche. Ich habe nämlich zum Beispiel noch die Trust Wallet am Laufen. Die Trust Wallet ist eine Multicoin Wallet, die läuft auf meinem Smartphone. Ihr seht es hier. Und ich bin auch hier mit meinem Smartphone connected. Ihr seht, hier sind meine Polygons. Habe ich hier noch ein paar
in der Wallet. Und hier oben gibt es diesen Kaufen-Button. Also es ist einfach eine App, diese Trust Wallet App, die habe ich installiert. Und wie gesagt, hier sind verschiedene Coins. Ich habe hier auch verschiedene Accounts. Hier ist zum Beispiel auch Wrapped ETH drin, aber das ist Wrapped ETH ERC20. Also das kann ich nicht verwenden, weil ich brauche das ja auf der Polygon-Chain. Ich zeige euch jetzt mal, ich scroll mal hier runter und dann werdet ihr sehen, hier zum Beispiel liegt normales Ethereum, habe ich gerade nichts in der Trust Wallet. Und hier auch nochmal WETH und hier seht ihr jetzt, das sind die WETHs auf der Polygon-Chain. Da habe ich mir letztens auch was transferiert, aber ich habe ja hier jetzt nichts, deshalb muss ich mir das nochmal neu organisieren. Und wie gesagt, das mache ich, indem ich mir Polygon kaufe auf der Polygon-Chain und dann nachher swappe. Hier habe ich zum Beispiel auch Matic liegen, aber auch im ERC20-Netzwerk. Das kostet total viel Gas-Fee, kann ich euch nicht empfehlen. Aber hier, ich zeige euch jetzt die Polygons, die ich brauche. Das sind nämlich die Matic im richtigen Netzwerk, im Polygon-Matic-Netzwerk. Und jetzt gehe ich einfach hier auf diesen Kaufen-Button. Das heißt, ich gebe mein Smartphone da drauf und kaufe mir jetzt Matic. Ich check noch mal kurz, wie viele wollte ich. Ich brauche 140 hole ich mir jetzt, weil ich möchte noch 0,084 ETH. So viel habe ich mir jetzt vorher ausgerechnet. 0,084, das sind 226 Euro. Ja, das müsste ungefähr passen. Also ich hole mir 140 Polygon. Das sind dann 140 Polygon sind halt, was mache ich denn? Ich habe hier irgendwas gerade gedreht. So, 140 Polygon sind 233 Euro. Jetzt checke ich wieder mein Smartphone. Und gebe hier einfach den Betrag ein. Das funktioniert hier über Kreditkarte. Also sagen wir 237. Wahrscheinlich kommt noch eine kleine Gas-Fee oben drauf. Okay, dann mache ich 239. Dann kriege ich 139,92 Matic, wird mir direkt angezeigt und ich gehe über Transact hier, über diesen Anbieter, die haben gerade den besten Preis. Wie gesagt, geht über Kreditkarte, ganz einfach. So, dann weiter, 239 Euro. Dann gibt es hier ein Pop-up und ihr könnt hier auswählen. Ihr könnt zum Beispiel auch SEPA Bank Transfer machen, dauert dann etwas länger. Ich möchte natürlich die schnelle Variante. Ich gehe über das Card Payment und dann seht ihr, euch werden auch die Fees hier angezeigt, die Gas Fees quasi oder die Kreditkartentransaktionsgebühren. Die sind auch hier jetzt in dem Fall relativ gering. Bei Polygon, wenn ich mir ETH kaufe, sind die immer verdammt hoch, auch hier über Kreditkarte. Und ihr seht dann hier, was ich receive, meine 139 Matic, das passt. Hier ist noch die Slippage, das kennt ihr vielleicht auch vom Swappen. Und jetzt gehe ich einfach auf Buy Now. So, Kreditkarte ist ausgewählt, genau, ich gehe auf Buy Now. Dann muss ich meine E-Mail-Adresse angeben und dann wird einmal bestätigt. Ich mache jetzt hier einfach einen kurzen Cut, aber dass ihr euch vorstellen könnt, E-Mail-Adresse eingeben und dann geht's weiter. So, nachdem ich dann die Authentifizierung über meine Kreditkarte durchgeführt habe, das war nochmal Fototan, musste ich machen, aber dann hat es alles funktioniert, also ein ganz normales Payment-Verfahren und ihr seht jetzt all done, your crypto is on the way, das ist jetzt der Payment-Status oder der Bezahlstatus, ja, und jetzt warte ich und normalerweise ist die Polygon-Chain eigentlich relativ schnell, so. Man kann hier die Order auch tracken und so weiter, das ist jetzt alles, wie gesagt, ganz offiziell. Ich gehe hier aber einfach wieder zurück und wir checken jetzt hier meine Wallet und es müsste nicht lange dauern und dann sind die Polygons da. Man sieht es natürlich dann auch immer hier oben am Gesamtkontostand. 123, ich aktualisiere jetzt einfach ein paar Mal und ja, ihr seht es von der Zeit her jetzt 13.45 Uhr und jetzt warten wir mal ab, wie lange das dauert. So, und die Polygons sind jetzt da, ihr seht, es hat keine, ja, 2,5-3 Minuten maximal gedauert und dann waren die Polygons da, hier jetzt 141 in meiner Trust Wallet, 236 Euro und jetzt ist der nächste Schritt, hier ist ja meine MetaMask, dass ich die hierher transferiere. Also ich gehe hier auf Kopieren. Ich kopiere mir nämlich meine Wallet-Adresse, meine Polygon-Wallet-Adresse. Dann gehe ich wieder in mein Phone,
Ich habe das Ding natürlich, ich habe mir das jetzt schon im Phone auch nochmal auf eine andere Art kopiert, habe das momentan jetzt auch im Smartphone in der Zwischenablage. Gehe auf Senden, füge hier oben die Wallet-Adresse ein. Also es ist genau diese Wallet-Adresse hier oben. Ich habe MetaMask auch auf dem Smartphone, daher habe ich es kurz kopiert so. Und jetzt gebe ich hier meinen Betrag ein, aber ich sende nicht alles. Ich lasse mir hier, ich nehme nur 139 Polygon, weil ich lasse mir hier in der Trust Wallet auch immer was für Gas Fees. Weil ich sende ja jetzt im Matic-Netzwerk, das heißt, es kostet mich hier in der Trust Wallet auch Matic Polygon Gas Fees. So, ich gebe das jetzt ein, gehe auf Fortsetzen, transferiere den ganzen Betrag. Check nochmal alles, stimmt es? Okay, Wallet-Adresse, alles klar, Netzwerkgebühr und ihr seht, die sind so gering im Matic-Netzwerk. Schaut euch mal die Netzwerkgebühr an. 0,003395 Matic und ihr seht beim Euro, das ist so wenig, dass hier nicht mal beim Cent-Bereich was auftaucht. Das will irgendwo da hinten. Genau, also deshalb Polygon richtig nice, geringe Gas-Fees und deshalb sind auch Games, die darauf laufen. Nice, weil die Gas-Fees in den Games sind auch gering. Auch dann das Claimen und so weiter. Alles relativ niedrige Gas-Fees. So, also dann bestätigen wir das Senden. Ich muss jetzt hier noch meine PIN eingeben. Immer Zwei-Faktor-Authentifizierung auch überall aktivieren, empfehle ich euch. So, und jetzt seht ihr, der Transfer ist jetzt hier ausstehend. Und sobald der durch ist, das dürfte jetzt wieder maximal diese 2, 3 Minuten dauern, dann erscheinen die Matic hier in meiner Wallet. Und dann werden die, wie gesagt, getauscht hier über QuickSwap. Wir können das schon mal einstellen. Ich suche mir hier schon mal auch die WETH-Adresse über Polygon, kopiere ich hier. Gehe hier nochmal in QuickSwap rein, wähle den Token aus und gebe hier ein. Ich mache das immer so. Wahrscheinlich, wenn ich ETH eingebe über die Tastatur, poppt es auch auf. Aber ich gehe hier immer meistens über die Contract-Adressen, will das alles selber nochmal sehen. So, und dann wähle ich die ETH aus. Und dann seht ihr, da werden ja auch die ETH angezeigt, die ich in meiner Wallet habe. Die 0,082. Die sind ja schon da, genau. Und jetzt warten wir einfach noch, bis die Matic kommen und dann seht ihr, dann kann ich hier tauschen. Die 8,99 Matic werden jetzt auch 0,005 WETH. Hier steht ETH, aber es sind halt die Wrapped ETH auf der Polygon-Chain im Matic-Netzwerk. Genau. Und dann warten wir jetzt noch kurz und dann führen wir das Ganze durch. So, und ihr seht, die Matics sind angekommen in meiner Wallet. Hat auch nicht lange gedauert. Insgesamt hier vom Prozess her 7 Minuten vom Kaufen bis dann zum Transferieren in die MetaMask. Also, das ging wirklich sehr schnell. Und jetzt bin ich ready to go. Jetzt heißt es, ich kann hier meinen Maximalbetrag auswählen und dann seht ihr, dann würde ich 0,091 WETH bekommen. Aber ich brauche eigentlich. Ich brauche nur 0, ich mache jetzt mal 0,84. Genau, das sind die 135 Matic. Das passt. Und jetzt swap ich die. Jetzt confirm ich den Swap. Und ihr seht, jetzt kommt das Pop-up und hier die kleine Matic Gas Fee, die hier auch nochmal dazu kommt. Insgesamt 136 Matic. Ich bestätige. Und jetzt warte ich einfach, dass der Swap durchgeführt wird. Hier noch ausstehend und ihr seht, es ging jetzt auch relativ schnell. So, noch kurz abwarten. So, und jetzt hat das Ganze auch funktioniert. Jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier meine 0,166 WETH und noch 12,79 Matic. Und wenn ich ganz kurz schaue, ich wollte mir ja genau, also 3 NFTs holen, eins kostet 0,055, dann brauche ich, hier ihr seht es, die Rechnung ist noch offen, also 0,165 WETH für 3 NFTs. Mehr kann ich nicht minten in der Whitelist, aber das ist auch gut gemacht, sodass die Whitelister nicht
zu, wie soll ich sagen, zu krass in den Vorteil gehen, weil der Public Mint ist ja ein Tag später. Und deshalb finde ich das auch gut von den Entwicklern, die denken einfach so an das ganze Game, an das ganze Spiel und dass sich niemand da einen unfairen Vorteil verschaffen kann. Und ein Tag, das ist ja, das geht wirklich, dieser eine Tag Vorsprung. Klar, der Preisunterschied ist nochmal da, aber ich habe jetzt, wie gesagt, meine ETH ready für drei NFTs, die ich mir dann im Space Game holen kann. Genau, und dann muss ich schauen, vielleicht hole ich mir im, wenn ich, ja, vielleicht hole ich mir im Public Mint auch nochmal was. Ich muss mal schauen, also ich check das nochmal weiter, aber das Game war so wahnsinnig interessant wegen den ganzen Phasen. Also ich habe es euch ja schon mal erklärt, dass es insgesamt sechs Phasen hier gibt, die durchgespielt werden. Bisher, ich kenne es aus dem Police and Thief Game, wirklich nur Phase 1, Phase 2. Und hier geht es wirklich dann weiter mit Phase, also hier Epoche 2, mit Vorbereitung im Bootcamp, dann Player versus Player, Battleships bilden und interplanetare Conquests durchführen in Epoche 5 und Epoche 0. So startet es ja, aber deshalb sind es halt 6 von 0 bis 5. Also, aber wirklich, ich bin begeistert von dem Game. Ich bin gespannt dann auch, was es für ein Whitelist-NFT gibt und auch Generation Zero-NFT und auch was ich bekomme, Marine oder Alien, idealerweise irgendwie beides zusammen. Aber die Aliens sind ja wertvoll. Die haben eine Drop-Rate von 10% nur, die Marines 90%. Aber ich habe das Game an anderer Stelle erklärt, Leute. Ich glaube, wir sind hier durch. Ich wollte euch einfach zeigen, wie das funktioniert. Ihr habt es jetzt gesehen: Matic swappen in WETH und die sind jetzt in der MetaMask über meine Trust Wallet. Leute, ich wünsche euch was. Viel Erfolg auch im Space Game. Falls ihr einsteigt, haut rein.